Einen schönen Abend, herzlich willkommen wieder bei Oberösterreich heute. Schock im Schönbrunner Tiergarten, der ja auch ein beliebtes Ausflugsziel für viele Oberösterreicher ist. Eine 21-jährige Tierpflegerin wurde am Nachmittag bei der Fütterung von einem Jaguar angefallen und zerfleischt. Tiergartendirektor Helmut Pechlaner, der seiner Mitarbeiterin helfen wollte, wurde verletzt. Er konnte sich im letzten Moment in Sicherheit bringen. Die Pflegerin ist an sich mit, soweit man das sieht, mit einem Biss getötet worden, wie das Raubtiere typischerweise machen, also ein Biss im Bereich von Hals und Genick.